Abend bei Dickrich TV, Haudelsten, Bonsönnen, Bonsurden, das ist der literarische Kaffee auf der Esplanade zu Dickrich und Proprietärin davon, das ist Charlotte Reuter, besser bekannt unter dem Namen Potti Lotti. Sie ist dann auch schon hier am Schaffen. Hoi Charlotte. Können wir wissen, was den Bonsönnen, Bonsurden schwätzen? Mal gerne. Selber. Ich bringe den Test heim. Ja, das ist ja so ein richtig schön magischer Platz, muss ich sagen. Ich freue mich, dass du da Heimat einen großen Wunsch erfüllt für dich selber. Ja, doch. Also ich wollte schon immer einen Platz haben, den ich selber errichten kann, an kleinen Welten erschaffen. Also das ist mir ein großer Freude, wirklich, ja. Also geht es schon ein Jahr, dass du abgemacht hast? Oder? Richtig, das geht es. Die Zeit fliegt. Es waren so viele flotte Momente, das waren natürlich auch schwierige Momente dabei. Mit so vielen flotten Begegnungen, mit ganz vielen verschiedenen Leuten, Leute, die ich kennengelernt habe, die ich wirklich für das Projekt nicht gemacht hätte, wirklich nie kennengelernt hätte. Das war wirklich das Schönste gewesen, ja. Du musst ja auch wirklich viele verschiedene Aktivitäten machen. Ja. Dass die Leute können einfach so Kaffee trinken kommen, auch ohne zu lesen, geht das doch? Auf alle Fall, auf alle Fall. Nee, kann ich wirklich spontan bis rankommen. Mit kann er, ohne kann er. Da kann ich schon installieren, wenn ich Lust habe. Das ist ein bisschen viel größer, ein bisschen viel kleiner. Wie gesagt, das sind noch Gesellschaftsspieler, Freunde, die einfach vielleicht etwas spielen wollen. Oder einfach durch die Haus gehen und sich ein bisschen verzaubern lassen. Vielleicht noch ein bisschen zu rappellieren. Was sind die unterschiedlichen Aktivitäten? Also angefangen mit den Kanner. Da habe ich Aktivitäten entweder für Kanner allein. Das ist dann meistens eine Geschichte und dann arbeiten wir kreativ zur Geschichte. Dann habe ich aber auch Ateliers, wo die Eltern können zusammen mit ihren Kanner etwas machen. Auch immer basiert auf eine Geschichte. Und wenn wir da vier fahren, dann kommen wir bei den erwachsenen Leuten. Da habe ich auf der einen Seite Table de Conversation, das heißt Leute, die wollen einfach frei Lützebäuerisch schwätzen oder eben noch Französisch. Und da das ganz relaxed, das ganz informell. Wir sitzen oft, auch wie wir zwei Leute sitzen und schwätzen einfach mit den Leuten. Das ist kein schulischer Kurs, das ist nicht akademisch. Das ist auch ein bisschen geduldet als Integrationsmeier, für sich kennenzulernen. Voilà, das ist das. Und zusätzlich, das ist dann erst der Ofen für die Lesraten. Und Leute, die gerne diskutieren über Bücher oder über die Gesellschaft. Da haben wir dann eben den Bücherclub, wo wir immer Bücher raussuchen und mehr Spuren über das gesehen, sodass das offen für viele Leute ist. Da gehst du aber auch raus bei den Leuten, wie zum Beispiel die Bücherausstellung, die wir hier hatten, also die Wimmel-Bücherausstellung. Ja. Das ist auch etwas, was ich ganz gerne mache, die Leute zu unterstützen, für Sachen zu installieren, vielleicht ein Schwarz zu machen, was können wir präsentieren, wie können wir lesen und eine neue, mit einer anderen Perspektive präsentieren. Wimmelbücher, da ist ja kein Text dran zum Beispiel. Ne? Und Ava bringt den Leuten und Buch als Objekt und die Fantasiewelt, die entsteht, wenn ihr liest. Aber in einem Wimmelbuch ist mit Bildern, nicht mit Text. Voilà. Das heißt, du gehst ganz gerne bei den Leuten, sie wird an Schulen oder an unsere Lehren. Du warst auch schon an Manifestationen als Protilotti mit seinem geckischen Hut. Ja, du willst Leute zum Lesen aber bringen, Lesen unterstützen, wie aber auch Leute zusammenbringen. Du hast gesagt, das ist ein Integrationsprojekt, das ist auch wirklich ein gesellschaftliches Projekt. Also das heißt, als in offenen Espace, hier ist jeder willkommen. Und jeder willkommen, seine Meinung zu sagen, sich auszutauschen und sich kennenzulernen. Leute, die sich für die Gesellschaft interessieren, die sich Gedanken machen, wie wir leben, wie wir zusammen wollen leben. So in Espace will spielen, dass Leute sich können echangieren. Ja. Charlotte Reuter ist natürlich auch mit bei allen gemeinschaftlichen Aktionen von der Union Commerciale von Dickrich. So natürlich auch den letzten Weekend um die Krischer Christmarkt.
Friede Christ Mert wird dieses Jahr mal ein neues Konzept ausprobiert gehen. Während der Pandemie hat Union Commercial auf Covid-Check am 2G-Modus gesagt. Für das zu kontrollieren, gibt der Mert kurzerhand von der Fußgängerzone an der Liberationsplatz auf den Bereich rund um die Altkirche geplündert, wo man dann noch ein Stück Mittelalter-Flair angezufahren. Das ist ein bisschen eine andere Atmosphäre, das ist relativ romantisch, aber das eben. Das sind alle dicke am Wand. Das ist ein bisschen flott, sympathisch. Die sind doch ein bisschen um Christmarkt dabei? Normalerweise schon, ja. Es ist auf einem anderen Platz, das Jahr, ich muss so mengen. Das war immer da hinten. Da war irgendwie flott, also Kader ist flott. Ja, normal, mit dem heute sieht. Ich meine, dass sie alle dicke. Ich fand dick schön, dass man es so organisiert, dass Freude ist, weil man da nie Freude ist. Und noch so ein bisschen Afterwork-Flair, ne? Für und allem einfach für die Vereine wird es durch ein willkommen Gelegenheit für mal nicht etwas für die Kies zu machen. 11 Klubben waren für Freude besonders mit einem Boot am Zentrum von Dickrich vertreten. Und nach hinten auch die zwei Service-Klubben zur Optimist Alliance, wovon der letzten übrigens ein erster Kehr um März zu Dickrich vertreten war. Wir verkaufen immer gerne Sachen für den guten Zweck, für können Geld zu sammeln. Und das ist auch der Fall. Und wir waren schon letztes Spiel ganz zu Edbrick. Und da kommt man durch Zufall in ein Boot und dafür sind wir hier. Die sind alle aus dem Christmarkt mit dabei. Was tut ihr dann dieses Jahr? Wir lassen uns immer überraschen von dem neuen System. Ich fand das zwar ganz flott, weil gut, gut nur bei nicht stehen. Da kommen die Leute auch vielleicht echt dabei, mal etwas trinken oder essen. Nicht nur, weil es in Christmarkt schon direkt um Freude ganz gut besicht, auch überall konnte ich nicht mehr zufriedene Gesichter gesehen. Also alles an allem ein gelungener Versuch, der schon bald nur eine Wiederholung rieft. Gelegenheiten für zu feiern geht es also noch immer trotz Pandemie. Aber wenn dann mal kein du hast, dann muss ich ihn eben hier zu kreieren. So zum Beispiel hat für kurzem der Café Misch auf einer Weindegustation mit Antonio Palazzi invitiert. Besonders an diesen schweren Zeiten müssen die Restaurateure noch findrisch sein und ihre Klienten von Zeit zu Zeit Neues bieten, für sie bei Laune zu halten. Der letzte Monat hatten sie am Café Misch dafür eine gemütliche Weindegustation mit Antonio Palazzi von Heiderscheid invitiert. Der Sommelier Weinhändler war zwar schon mal ganz am Anfang von der Pandemie hier auf Besuch, er wollte mit dem Succes von Demolz auch knappen. Die erste Mal, wo wir mit Toni das gemacht haben, haben wir ein richtiges Menü gemacht, mit Filet de Boeuf, mit einem Dreierlei Paten, mit Fisch. Und das war ganz flott, aber das war noch während der Zeit, wo wir bis 12 Uhr hatten. So war das ein bisschen knapp gehen mit der Zeit. Und dafür haben wir das gehört, dass die Idee hat, für auch im Wein ein bisschen mehr Platz zu gehen. Machen wir ein Käseplateau, weil da haben die Leute besser Zeit, für auch Weine rot zu schmecken. Und als Entree gehen wir Antipasti. Dabei gehen dann die Weißweine und beim Käse dann die Rotweine. Und so haben leider auch genug Zeit, weil das ja alles kahl ist, für genug Konzentration für den Wein dabei zu holen. Für das Weindegustation haben Toni und Simon ein 12 verschiedene Käse rausgesucht. Lützburger, Französischer, Schweizer und natürlich Italienischer, die davon den passenden Weiner begleitet gehen. Ob der Weikart, Pecorino, Primitivo, Cabernet, Pinot Noir. Die Geschichte an den Drohnen, die kriegt den Alkeher High vom Experiment geliefert. Wir haben dann verschiedene Winzer gesagt, so, wir gehen die Tür, können wir investieren, wir können es selber hoch, wir machen unser Marketing selber. Also brauchen sich nicht zu schummeln, ne? Das ist wirklich top. Ja. Es muss immer eine Balance finden. Das hängt davon auf, man denkt, ich soll mal ein traditionell heimisches Schmier, passt ein bestimmter Wein, den dann nicht überhand hält über das heimische Schmier oder ein Wein, den zum Beispiel bei Wild passt nicht unbedingt. Bei einer Hamme Schmier oder bei einem Gemäß Zopp oder so, ne? Das muss ich eben in Balance finden. Voilà. Und dabei aus dem Toni Druck gelehen, dass das Weinrall von kleinen Winzer kommen, die noch viel früher schaffen und nicht nur auf den Gewinn aus sind. Der also, die den Wein mit Leif der Passion herstellen. Für den Toni ein ganz wichtiger Aspekt der seiner Arbeit. Und die scheint uns zu kommen. Klienten, die sind zwar durchaus kritisch, am Großen und Ganzen aber sind sie hier begeistert.
Für dich, dass es schon mal die Ambiance hat, der ist ganz gut. Es ist schön, einfach heimzusehen, die Degustation zu machen. Etwas kleines Tierchen dabei ist natürlich ein Plus. Mehr, voilà, das ist einfach die Ambiance, die schön ist. Ich fand das Konzept ganz gut. Weil wir ein ganzer Band sind in der Kollegen, so kann ich mal neue Sachen entdecken. Nicht nur bloß den Wein, sondern auch wie heute die Käseplatte oder für drin, die Charcuterie. Also können ein bisschen, das ist so ein kleiner Reis durch kulinarisch Richtung. Auf ihm mit besonders gut Schmerzen kann man dann noch nach direkt bestellen. Alles an allem, also einen gelungenen Abend. Diese schafft meine dritte Episode Fritz. So wie am Mond Oktober die Sensibilisierung gegen den Brustkrebs am Mittelpunkt steht, so ist das am November die Gewalt gegen Frauen am Mederscher. An Dekea hat am Kader von der Orange Week auch den Dickrischer Gemengerot ein Zeichen gesagt. 2008 hat Duno die Orange Week ausgerufen, für die Problematik von der Gewalt gegen Frauen an der Welt aufmerksam zu machen. Seit vier Jahren beteiligt sich auch Lützburg mit diversen Aktionen. So gehen in der Zwischenzeit auch immer mehr Gemeindeadministrationen den Weg, an der Zeit hier das Gemeindehaus Orange zu belichten. Zu der Kirche hat sich dieses Jahr anders entschieden. Und zwar und Altgemeinderät und der Chefrat während der ganzen Gemeindesitzung vom 22. November steht ein Einzel ein Orange Kerz angefangen, für so mit diesem symbolischen Gest ein Zeichen gegen Gewalt auf Frauen zu setzen. Noch immer sind die Opfer von Gewalt an der Majorität weiblich. 60% von den Opfern von Gewalt am Staat sind Frauen. Schätzungen nach haben zu Lützburg allgemein 38% von den Frauen schon mal physisch oder sexuell Gewalt erlebt. Von mir deutlich, ich werde mir auch Durchschnitt leihen. Grund genug also, Dorian Schwieg nicht einfach so passieren zu lassen. Da gibt es gute Novellen aus der Bücherwelt. Und zwar aus dem Neubuch von der Gemeinde Dickrich. Endlich da. Und wir werden dann noch direkt an die Librerie Zimmer, da wo zu kriegen ist, für zu gucken, wie sich das so an den Bücherregalen mischt. Dickrich Momentaufnahme, also ein Buch, das Dickrich auf eine neue Manier weisen soll. Nicht mit dem ganzen historischen Hintergrund und all wichtigem Gebäude, und auch mit allem dran, was zu Dickrich gehört. Das ist das Fotobuch für das Fotokünstlerin Nickel Scholtus, mit den Schülern von der Option Fotografie aus dem LCD, ob Motiv sich gegangen ist, als ein authentisches Buch über das Realleben an der Stadt. Ich bin ganz froh, dass ich das Buch an den Händen habe, sondern dass ich ganz flott Momentaufnahme, so wie der Titel aus von Dickrich. Ich weiß, wie Dickrich alltag ist. Dickrich ist eine Stadt, die lebt, eine Stadt von kleinen Kindern, von großen Leuten, von älteren Leuten, von armen Leuten, von reichen Leuten, von schönen Gebäuden, von nicht so schönen Gebäuden, von ganz interessanten Sachen. Und das weiß das Buch wirklich ganz gut. Für Dickrich Momentaufnahmen so richtig zu entdecken, muss ihn sich allerdings ein bisschen Zeit holen. Interessant ist zum Beispiel die Gegenübersetzung von den Fotos auf zwei Seiten oder die Fotos auf der einen Seite und den Text auf der anderen. Die haben nicht unbedingt etwas mit ihnen zu tun, ein einfacher Lien. Oder er kann ihn die Schüler entdecken, die im Buch mitgewirkt haben, als sich selber dafür am Raum an Zehen gesagt hatten. Und nicht alleine aber sind die Leute aus der Stadt, die hier am Vordergrund stehen. Die Leute, die zu einem großen Teil der Stadt ausmachen und auch genauso authentisch sind wie die Krisch Momentaufnahmen. Den habe ich zu sagen, hat er seht ihn. Der Doktor Dadlo immer so gefällt, dass es nicht immer so wichtig ist. Du weißt aber, was du mit dem anderen drüber, sondern das am Anfang aber das verziert. Ob sie so an Blumen angepackt ist, das müsste er hier nicht mehr erwarten. Wenn ich ein paar Jahre habe, also wenn ich das ein bisschen mittags mitgemacht habe, dann weiß ich die Dickrischer zu schätzen mit ihrer Ehrlichkeit. Und das ist wirklich ganz flott. Seid ihr noch vierwillig gehen, bucht Dickrich Momentaufnahmen kriegt ihr an der Librairie Zimmer, auf der Librationsplatz zu kaufen. Ein wichtiges Rendezvous für die Membre von Ramikal vom dritten Alter zu Dickrich sind Port-Ouverten an der Maison de l'Orientation. Hier kommen sie alle Mittwochmittag zusammen, für sich auszutauschen. Gerade hier an der Christzeit ist es wichtig für die Elamabbücher, nicht allein zu sein.
An der Pandemie haben die Membre von der Amical vom dritten Alter lang müssen auf ihre Rendezvous mit Vorsmittes verzichten. Sind im September des Jahres aber, dürfen sie immer in die Maison de l'Orientation kommen, für ob natürlich der Präsident Jambi infällt. Ja, als Präsident bin ich schon ein bisschen verpflichtet, alle Mitfristen zu sehen. Ich will auch immer den Echten sehen und auch immer den Letzten. Dass wir an einem Geschäft den Patt haben. Und weil ich ja dann noch die Schlüssel habe, ich gehe ganz lief, wenn ich hinkomme, mal empfangen an der Rezeption vom Portier, den hat als Tischerler hingesagt, in diesem Platz gemacht. Und da präparieren ich ein bisschen, und da kommen noch drei, vier Mitglieder aus dem Komitee, die dann noch schon da sind, für dann zu helfen, wenn die ersten Leute kommen. Bordeaux-Vert hat das Spiel nur für die Membre von der Amical vom dritten Alter, wo entweder Kard oder Mensch ärger dich nicht gespielt wird. Von 2 bis 4 wird zusammen gespielt und etwas getrunken, und nur dann geht es doch nach Cora Kaffee und es wird weiter ein bisschen gepotert. Und das können tun. Ob alle Nummertisch fanden sich nur bei 40 Membren an. Ja, mit den Kartenspielen habe ich mich motiviert, weil ich ihm eh gefehlt habe. So, mein Mann kann mal gucken. Und das gefällt mir nur ganz gut. Und wir sind zu 3 Marietten hier. Da sind wir im Interesse. Allein als hier als Gesellschaft, das gefällt mir dann auch. Sein Aufwärtsflug, wie haben wir daheim zu sitzen. Ich spiele mich das Episode mit den Karten. Oder habe ich doch nicht, da gibt es ein paar Schnitz gemacht. Das muss ich auch hier so sein. Nein, es geht von Dickerisch, dass ich etwas gewohnt habe. Die Leute, die sollen sich wohlfühlen, das ist Maxim von der Amical, die aus einem ganz aktiven Komitee besteht. Egal ob bei der Bordeaux-Vert oder bei einer von den solchen anderen Aktivitäten vom Verein, gehen sie immer alles, für das Schilderin sich heike Bursche fehlt. Mein Bobby wäre Gründungsmember von der Amical, also von der Freire Amiperas. Und so, das hat mich schon ein Teil motiviert. Und ich bin von Beruf Kine, ich habe mein ganzes Leben mit allen Leuten geschafft. Oder bald ganz leben und so. Und ich finde mich einfach verfreut, heute zu sein, für das ein bisschen weiterzumachen. Und das ist eine gute Ambiance hier. Und wir sind ein großer Club. Und wir sind ein gutes Komitee. Und das mich freut. Überall am Saal gehen dann noch nimmer zufriedene Gesichter. Und ob schon noch viele Damen vertreten sind, scheinen noch die Herren sich ganz willkommen zu spüren. Ob das im geselligen Nummertisch, als für jederin, die will mitmachen, einen Platz zu finden. Ich bin heute per Platz vertrieben. Es war da zu viel. Ich war überall zu viel. Und alle sind nicht halb bei den Damen. Das spiele ich kontra Matt. Mit Herz und Seele. Bei uns am Haus hat jederin kontra Mitleiden. Und an Pumpsche gehen. Und dafür kann ich schon verklagen, wo kontra mit. Wie lange kommt er dann schon hier hin? Oh, noch nicht so lange, vielleicht 2 Monate vielleicht. Ja. Und ihr seid enchantiert? Ja, ich bin enchantiert. Fanden Sie sich verdreifen hier an Sto? Das möchte nicht. Ich fand nur aber einen Unterschlupf. Ein Rendezvous im November, den ihr auf keinen Fall verpassen sollte, das ist das Science Festival an der Abtei Neumünster an der Stadt. Hier kann ihr ein ganzes Weekend lang an allen möglichen Wissenschaftsbranchen experimentieren, auf viel Interessantes gewohnt gehen, dekehr auch ein echter Kehr am Dickerscher Geschichtsmuseum. Das Science Festival an der Abtei Neumünster am Naturmuseum an der Stadt ist immer ein Rendezvous, auf den die Schule am ganzen Land mit Spannung werden. Auch die 13. Edition der letzten Monat hat in seinen 40 ganz verschiedenen Ateliers geboten, auf denen sie während 2 Tage experimentieren, entdecken und sich amüsieren konnten. Hey, 4, was tun wir hier, Leie? Du hast mir in Decke stehen, ne? Und an der Stehenzeit hat man den extra gebraucht, für was zu machen, das Kaldo bausen. Ja, gut, Feier! Für die erste Kehr mit dabei war auch der Geschichtsmuseum von Dickrisch, den aber Workshop zum Thema Numismatik invitiert hat. Mit Numismatik gehört am Anfang bei uns auf Dickrisch an dem Museum, Geschichtsmuseum von der Stadt Dickrisch ja auch. Und da geht es viel Träumer, und aber auch schon von der Steinzeit an. Und ich fand Numismatik als eine Hilfswissenschaft für die Archäologie. Aber wenn ihr wollt die Archäologie erklären, da kann ich über verschiedene Methoden aber auch schwätzen, wie eben Numismatik.
Zu Peiting wird eine große Siedlung gehen von den Kelten, den Gallier. Und zu Peiting geht es auch so rote Steine. Und den ist eisenhaltig, das Eisenerz, Minet. Ja? Wann ist die schmelzen? Was geschieht dann? Da kriegst du hier, da kriegst du Metall, da kriegst du Eisen. Der Chains beim Festival ist aber, dass ihn er selber ausprobieren oder nachmachen kann, dann durchaus einen ganz anderen Bezug zur Wissenschaft kriegt. Dafür dürfen die Schüler dann auch beim Chantal einen Aufdruck von einer Münze machen, was ihnen sichtlich Spaß macht. Ich komme quasi alle Jahre hin, das Rendezvous. Ich fand flott, weil es für zwei Tage für die Klasse noch was. Voilà, wir können hier alle zwei bis drei Ateliers aufkreuzen. Das ist immer eine flotte Erfahrung für sie, für Neues zu entdecken, für ein bisschen außerschulisch unterwegs zu sein. Und ich fand überhaupt die Sache ganz flott, was sie selber können handeln, Sachen entdecken, Materien für fünf Sinne. Und das ist dafür, wo wir sind am Punkt. Ne? Sie sind nicht motiviert, die Firma dieser Klasse auch bis auf die Kriste zu fahren, Molenke. Also ich ging mir schwer, hier zu suchen, dass ich das nicht machen ging. Ich ging das ganz, ganz gerne machen. Wie gesagt, ich sehe ganz gerne mit meinen Klassen außer Schule in der W, dass sie ein bisschen andere Kader kennenlernen und die Ausflüge kommen immer gut. Ja. Und so ist das Science Festival auch eine flotte Promotion für die Institutionen, die mitmachen. Das soll in relativ kurzer Zeit einen persönlichen Bezug zur Wissenschaft schaffen und an einem Lust auf mehr machen. Ja, das war richtig cool, die Ateliers und ich gehe wieder rumkommen. Das am Funkel beim Science Festival geht immer so gedurcht. Kann er so einen Abblick kriegen auf verschiedene Sciences. Und an denen Sciences halb Stunden geht es nicht darum, sie eine ganze Kur zu präsentieren. Geht nur einen kurzen Abblick. Aber wichtig ist, dass sie können hier nur etwas mit ihm holen. Wo sie dann auch vielleicht daran erinnert gehen, dass sie zum Science Festival waren. Aber bei manchen kann er schlägt das um, dass sie flott fahren und dadurch auch viel echter an die Kur oder an den flotten Animationen von den Gemüse rangehen. Die Kamera und das Lehrpersonal von dieser Klasse sind dann auch dick zufrieden, dass sie um einen Münz selber gebastelt haben. Auch wenn das nicht aus Metall ist, die können sie sich ja dann auf die Krisch an dem Museum gucken kommen. Ja, du machst das als Zeit und Bonsonne, Bonsonne, wenn schon bald River, den literarischen Kaffee, den unser Louis wird feiern, dich zuschauen. Aber ja. Du noch geht es natürlich um vier. Und was lebt du alles? Was du lebt? Also, wir gehen mal alle Fall an der Wand da. Sie haben dort an der Kammeratelier oder an dem Bücherclub für die Gross. Da machst du mal richtig schöne Wandergeschichten und vielleicht auch mal so Wandergedichte können machen. Ja, also kommt ruhig mal ein hier hei. Lernst du am Bonsinne, Bonsinne, wo kann ich eigentlich das Programm nachlesen? Ja, das Programm ist immer auf Internet sieht, das ist www.bonsinnebonsinne.com oder auf der Facebook-Seite oder auf der Instagram-Seite. Vielmals merci, Charlotte. Dir wünsche ich noch weiter viel Spaß merci. Mit dem Bonsinne, Bonsinne, dass nach vielen Jahren dabei kommen. An erst draußen wünsche ich schon lo ganz schön Feiertag. Passt weiter auf ihr Job, für das wir so am nächsten Jahr herangesehen.